Leute, weiter geht's bei Pokémon Random Rot. Und wir stehen hier gegenüber von der komisch aussehenden Sabrina. Und ich denke, ja, Bambi an erster Stelle ist nicht verkehrt. Hallo und ja, ich bin Sabrina und ich kämpfe mit Psycho-Pokémon, obwohl das nicht der Fall sein wird. Du bist nur so ein Pfadfinder. Du kämpfst mit einem Para, mit deinem Litomyth. Ja, damit kann ich leben eigentlich. Dann mit einem... Was bist du? Ah, bleib ich auch beim Aurora-Strahl. Oh, Donnerwelle. Fick dich. So, was? Das reicht nicht. Jetzt aber. Zack, sehr gut. Als nächstes ein... Weiß ich schon wieder nicht mehr, was es ist. Ach so, ja, du. Da versuchen wir einfach mal den Takedown. Ja. Oh, der Angriff kommt durch. Super, Bambi. Und als letztes, Basculin. Wir wechseln einfach mal, obwohl ich nicht weiß, was es ist. Und zwar auf Croc. Okay, Wasser gegen Wasser ist nie verkehrt. Shit. Seht ihr das Level von dem Vieh? Shit, ich sollte wohl mal ein bisschen trainieren. So, und... Nein, geflincht. Shit. Blitzi, komm. Gib ihm den Rest. Ja, so, zack, das war's. Sehr schön. Wow, ich bin geschockt. Aber trotzdem, du hast gewonnen. Und hier, nimm dafür den Sumpforden. Hier und das ganze Geld. Dieser Orden lässt dich Pokémon kontrollieren bis Level 70. Und wir bekommen noch das hier. Psi-Welle. Haben wir das schon viermal oder ist das was Neues? Ja, das ist was Neues, okay. PP Plus. Weiß ich nicht. Hier, Donnerblitz. Weiß ich doch nicht. So, das ging relativ schnell. Jetzt muss ich einfach nur noch hier wegkommen wieder. Ihr wollt ja jetzt alle nicht mehr kämpfen, da euer Arena-Leiter besiegt wurde, nicht wahr? Gut, dann nutzen wir das aus und müssten eigentlich gleich wieder draußen sein. Jeden Moment. Ja, perfekt. So, nun müssten wir ja zu Pyro gehen. Aber im Normalfall besucht man ja zuerst die Seeschauminsel. Ich werde das aber nicht tun, aus dem einfachen Grund, weil da gibt's nichts für uns. Da würde zwar ein Arctos Sprite herumstehen, aber es wird definitiv nicht Arctos sein. So, apropos Vogel Sprite, wir gehen kurz zu unserer Mutter, die uns kurz heilt. So, danke, tschüss. Und dann surfen wir weiter, und zwar hier entlang. Croc? Croc, hier bist du. So. So, lalalala. Ein Hutut im Wasser. Ja. Stimmt, hier kann ich mir wieder mal was fangen. Und ich denke, ich sollte auch kämpfen. Weil ich brauche definitiv mal ein bisschen Training. Aber sowas von. Wobei, die Pokémon, die gehen jetzt wieder. Oh, wow. Takedown. Die Pokémon sind jetzt wieder schwach. Cresselia, ja, ist klar. Ist klar. Und ein... Ah, du. Takedown. Ich sagte Takedown. So. Ja, ich werde dann definitiv vor der Arena noch ein kleines bisschen trainieren, je nach Level, die unsere Pokémon erreicht haben. Ich denke, das wäre dann sicher nötig. Huti. Konfusion. Reicht nicht mal ganz aus. Shit. Was bist du, Frostedie? Takedown. Ah, shit, hat keinen Effekt. Shit, 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 shit. Blitzi. Nein, Blitzi ist verwirrt. Aber Blitzi kommt trotzdem durch, oder? Nein, kommt es nicht. Komm schon. Warum? Warum trifft Blitzi nicht? Ja, jetzt. Dann kommt wieder was Neues, dann wechsle ich aus wegen der Verwirrung. Ein kleines, süßes Lampi. Hat auch nicht wirklich eine Chance. Und dann ein Dragonier. Ich denke, wir kämpfen Drache gegen Drache. Mit dem Blizzard. Der trifft. Sehr schön. Und ein Alakazam. Alakazam, das ist wieder was für Bambi. Takedown. So, klasse. Aber wann soll ich trainieren? Wie gesagt, ich denke mal, ich werde erst trainieren vor den Top 4. Dann kann ich in der... Typ, du stehst im Wasser. Oder auf dem Wasser sogar. Okay, meinetwegen. Nee, was wollte ich sagen? Ja, dann kann ich dann in der... Oh, Entei. Dann kann ich dann in der Siegestraße gut trainieren, würde ich sagen. Wow. Entei hat das überlebt. Dich nehmen wir auch gleich mit, wenn ihr schon mal hier sind. Lorelei, hallo.
Takedown. Langsam muss ich Bambi auswechseln, ja. Nehmen wir wieder Blitzy. Donnerblitz. Donnerblitz. Perfekt. Und ein... Weiß ich nicht. Ah, okay. Donnerblitz passt auch. Und weiter. Gut, aber dann gönnen wir Bambi eine kurze Pause und nehmen dann Hooty nach vorne. So. Sind wir schon bald da? Ah, komm. Die Typen im Wasser, die erledigen wir kurz. Ein Keldeo. Ja, natürlich. Natürlich ein Keldeo. Haben wir, glaube ich, schon mal eines gesehen. Ah, komm, wir setzen mal Fliegen ein. Wow, lass das. Lass das. Und bam. Wow, das war super. Super gemacht, Hooty. Aber auch du bist jetzt mittlerweile angeschlagen und deswegen kommt nach vorne. Drache. Ja, Drache ist noch so ein bisschen das Sorgenkind hier. Was denn jetzt? Level 10, ein X-Bot. Wow, nicht schlecht. Aber Level 10, ich meine, naja, ich darf mir hier ja noch alles ansehen. Und ich spoilere euch nicht, wenn ich euch sage, dieser Randomizer Nuzlocke-Versuch hier, der ist nur testhalber da. Ja, darauf bereite ich mich auf was vor, sozusagen. Um mal zu sehen, auf was muss ich achten und so weiter. Ja, deswegen nehme ich das Ganze auch nicht so genau. Falls ihr euch gewundert habt, warum spielt er das nicht richtig, mimimi. Ja, das ist verschlossen. Dann gehen wir hier rein und hier drin muss ich den Schlüssel finden. Halt, 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 halt. Ich möchte Schutz kaufen. Ansonsten wird das hier drin Ewigkeiten dauern. Gut, das wird es auch so, aber trotzdem. Ultrabälle. Haben wir doch schon viele, oder? Ich kaufe mir mal noch 20 Stück. So, dann kaufe ich mir... Ah, hier ist der tolle Schutz. Oh, ich muss wieder was verkaufen. Ja, leck mich doch. Das hier verkaufen. Ich muss noch mehr verkaufen, glaube ich. Schlüsselkarte kann auch weg. Ja, ich kaufe jetzt hier noch, wie gesagt, eine Menge Schutz. Ich sagte, ich kaufe eine Menge Schutz. Hallo? 20 Stück. So, ich hoffe, das reicht. Und dann gehe ich noch kurz Items ablegen, weil... Da drin werde ich eh bestimmt wieder eine Menge Gedöns finden. So, mein PC. Und ablegen. Dann legen wir ab das Fahrrad. Pokeflöte behalten wir mal noch. Kartenschlüssel legen wir weg. Und das, ja, den Meisterball legen wir auch. Ja, legen wir auch weg. Der Donnerstein kann auch weg. So. Und dann sind wir bereit. So, 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 so. Zack, 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 zack. Und hier rein. Und dann ein starkes Pokémon nach vorne nehmen. Croc. Und dann den Schutz aktivieren. Der ist irgendwo hier unten. Da. So. Nun gut. Ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Statuen ich aktivieren muss. Oh, ein Superball. Klasse. Welche Statuen ich aktivieren muss und welche nicht, um weiterzukommen. Ganz im Ernst. Hier ist keine Statue. Warum nicht? Doch, da ist eine. Ja, natürlich Schalter drücken. Jetzt ist irgendwo was aufgegangen, bestimmt. Jetzt ist da zu. Okay, dann gehe ich halt mal eine Etage höher. Wo muss ich überhaupt lang gehen? Willst du nicht kämpfen? Doch, willst du. Aber ich muss ihn zuerst ansprechen. Das ist Rocco. Warum ist das Rocco? Ja, und hier sind die Level dann doch wieder ein kleines bisschen höher. Oh, das ist nicht cool. Deswegen, Mautz, du bist dran. Mautz wurde vergiftet. Na, super. Hallo? Die Viecher sind viel zu stark hier. Habe ich irgendwas zum mich heilen? Fuck, ich habe nichts, um die Vergiftung wegzumachen. Oh, Leute, da muss ich mir halt das auch noch kaufen gehen. Wisst ihr was, ich verlasse jetzt dieses doofe Haus wieder und dann sehen wir uns gleich wieder hier, also bis gleich. So, und da geht's weiter. Ich denke, ich sehe mich erstmal hier oben um. Ich sagte hier oben. Hier gibt's nichts außer einen Schalter. Dann ist da zu und jetzt ist hier offen. Du willst kämpfen. Ein Trassler. Hallo, kleines Trassler. Dich machen wir fertig.
Das ist wieder so ein Pflanzenteil, oder? Uti! Ah, nee, das bist du. Das sollten wir hinkriegen. Perfekt. Archeops. Da kommt natürlich Blitzi. Und, ja, komm. Lass dich treffen, danke. Jetzt könnte ich hier irgendwas tun. Hier nicht. Aber hier kann ich doch jetzt was tun. Hier. Das ist immer so verwirrend. Dieses Ding habe ich nie verstanden als Kind. Ja, und da könnte ich was über Mew lesen. Hier kann ich ein Item abgreifen. Paralyseheiler, ja, nehme ich doch. Und der Schutz wirkt nicht mehr. Kacke. Nein, nicht Full Heal. Ja, ich habe mir Full Heal gekauft, weil... Dingens gab es nicht. Dingens, sag mir was. ihr wisst schon was. Verdammt, Gegengifte meine ich, so. Oh, Fluchtseil, auch nicht schlecht. Ich will nicht gegen dich kämpfen, also leck mich. Dann aktivieren wir das hier. Wie gesagt, ich habe null Ahnung. Komme ich jetzt hier weiter? Nee. Nee, komme ich nicht. Aber hier komme ich vielleicht weiter, da ist aber auch nichts. Halt, vielleicht ist hier unten ja jetzt was offen. Nee, sieht... Ja, vielleicht hier. Ja, aber hier war ich schon. Ja, sorry Leute, das wird jetzt wieder ein bisschen länger dauern. Weil, wie gesagt, ich kenne mich hier absolut null aus und ich habe auch ehrlich gesagt... Oh, fuck. Ich habe auch nicht den Nerv dazu, hier alles... ja, gut zu beobachten. So. Ich weiß echt nicht, ob man hier eine Technik dafür entwickeln könnte oder nicht. Möglicherweise ja. Wo gehe ich hin? Aber ich hatte hier als Kind schon meine Probleme, um hier wirklich alles zu erreichen. Halt, jetzt kann ich hier lang. Aber es bringt mir auch nichts. Ja, nee, dieses ganze Rumgeschalter, das habe ich nie wirklich verstanden. Fuck! Was? Wo kam jetzt der Typ her? Habt ihr es gesehen? Das sah komisch aus. Da stand plötzlich ein Typ vor mir. Ich habe Angst. In diesem Haus passieren merkwürdige Dinge. Ja, aber da drüben kann ich ja jetzt nichts. Oder war da rechts ein Schalter? Nee, war es nicht. So viele Schalter sind es ja eigentlich gar nicht. Eigentlich. Warum wollt ihr alle nicht kämpfen? Hier war auch kein Schalter. Also irgendetwas übersehe ich doch gerade. Irgendwas übersehe ich gerade gewaltig. Irgendwas, ja. Jetzt ist hier wieder zu und hier ist offen, aber... Oh, das ist Kacke. Ja, ich weiß, ihr hättet das Ganze bestimmt schon lange gelöst, aber bei mir dauert das halt, wie gesagt, ein bisschen lange. Und deswegen, Gott sei Dank, haben wir die Speed-Taste. So, wenn ich jetzt den hier aktiviere... Und dann wieder runtergehe, kann ich eventuell auf dieser Seite weiter. Hier meine ich. Ne, jetzt ist da wieder zu. Dann drücken wir diesen Schalter. Und wenn das nicht klappt, dann, ja. Dann lassen wir das. Nee! Immer das Falsche ist zu. Es muss noch irgendwo einen anderen Schalter geben eigentlich. Aber wo? Oh, ich verbrauche hier so dermaßen viel Schutz, das gibt's doch nicht. So, da muss hier noch irgendwo was sein. Hier oben links zum Beispiel. Ja. Da kann ich ja auch noch hochgehen. Dann bin ich hier. Aber erst hier nach Sing gehen. Ja, wenn ich schon ein Item kriege, dann nehme ich es mit. Dann drücke ich diesen Schalter. Ja. Dann bin ich wieder hier. Nein. Wo bin ich jetzt, wenn ich da entlang gehe? An einer anderen Stelle, genau. Ich glaube, das sieht richtig aus. Gegen dich kämpfen wir kurz mal. Oh, du hast einen Xerneas. Nicht schlecht. Surfer, zack. Wow, Xerneas hält das aus. Nicht schlecht. Dich machen wir mit dem Bissplatt hier. Zack, super. Und dann ist da unten auch noch ein Item. Aber, ja, da ist auch noch die Treppe. Und die wollte ich finden, glaube ich. Ja, das sieht schon besser aus hier. Hier möchte ich sein. Wow, hallo? Hallo, hallo, hallo?
Na, komm schon. Biss. Nochmal Biss. So, hier ist ein starke Pokémon, deswegen wechseln wir kurz aus. Und zwar auf Blitzy. So, und dann haben wir hier eigentlich bald alles erreicht, glaube ich. Das hier benötigen wir nicht. Was? Ich dachte, hier wäre das Teil. Hyperstrahl. Nee, will ich nicht haben. Wir öffnen den Eisheiler kurz weg. So, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.